Hallo zusammen, hier ist wieder euer Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so ein kleines Kisten-Opening präsentieren und hier meine neueste Errungenschaft. Ich habe mir eben für 6 Mille die Nether-Rakete gekauft, die blaue, die rote hatte ich ja schon. Darum soll es jetzt aber nicht gehen, sondern um 5 Paragon-Kisten, die ich mir zusammen gefarmt habe. Und zwar brauche ich da unbedingt noch ein Toy aus dieser Kiste, die werden wir als letztes aufmachen. Als allererstes starten wir mal die Kisten, die, ja, aus denen Gold und vielleicht Pets und solche Geschichten rauskommen können. Ja, die ersten zwei waren schon mal ein Reinfall, aber ich bin jetzt auf Stufe 48 und kann hier, ja, das quasi das Mythic-Teil einmal noch hochskillen. Das ist auch ganz nett. Bisschen mehr Item-Level, ne, nimmt man mit. Kiste Nummer 3, ebenfalls 0, nada niente. 4, auch nix. Und jetzt kommt Nummer 5 und die 5 ist die wichtige. Da muss nämlich mal ein Toy rauskommen. Und zwar drückt mir mal alle jetzt die Daumen, dass ich hier nicht mehr World Quest machen muss. Nein, wieder nicht. Ach verdammt, jetzt kann ich wieder x Wochen farmen, bis ich wieder so eine Kiste zusammen habe. Ja gut. War mal wieder nix. Zumindest habe ich jetzt mal mein letztes Azerit-Teil auf Maximum hochgegradet. Ist ja auch schon mal nicht schlecht. Und naja, vielleicht wird es dann das nächste Mal was. Mich hat es gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.